Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man in Blender ganz einfach Objekte aus einer Szene freischalten kann, und zwar so, dass die Szene trotzdem noch Einfluss auf das freigestellte Objekt hat. Hier sieht man das Objekt einmal mit dem Einfluss der Szene und hier sieht man es einmal ohne. Ich weiß, das Thema ist jetzt nicht super speziell oder schwierig, aber ich habe es für mein Projekt selbst letztens mal gebraucht und vielleicht möchte ja der ein oder andere etwas Ähnliches machen. Da ich das Ganze in Cycles rendern möchte, stelle ich die Render Engine auf Cycles um und für das Video die Sampling-Rate etwas nach unten, damit das Beispielrendern einfach etwas schneller geht. Damit der Hintergrund am Ende beim Rendern auch einen Alpha-Kanal hat, müssen wir unter Film noch die Transparenz einstellen und in den Output-Properties den Output auf RGBA. Die Auflösung stelle ich hier auch noch ein bisschen runter, damit es für das Beispiel einfach ein bisschen schneller zu rendern geht. Wenn wir das Ganze jetzt mal testweise rendern und alles richtig gemacht haben, sehen wir, dass unser Hintergrund bereits transparent geworden ist. Um zu verdeutlichen, was wir in dem Video eigentlich machen wollen, fügen wir der Szene erstmal zu Demonstrationszwecken eine Plane hinzu und vergrößern diese ein bisschen. Wenn wir jetzt die Szene rendern, sehen wir, dass unser Würfel auf der Plane einen Schatten wirft. Das Ziel bei diesem Video ist es, den Schatten auch ohne die Plane rendern zu können. Man könnte jetzt in den Outlinern die Plane beim Rendern einfach ausschalten. Das hat aber die Nachteile, dass wir weder beim Rendern unseren gewollten Schatten sehen, noch dass der Teil des Würfels, der eigentlich von der Plane verdeckt wird, mit verschwindet und halt trotzdem mitgerendert wird. Die Probleme lassen sich aber zum Glück ganz einfach lösen. Erstmal schalte ich die Plane wieder an. Danach muss ich sie auswählen und kann in den Objekt-Properties unter Visibility den Shadow Catcher aktivieren. Das hat dann zur Folge, dass die Plane zwar Schatten empfangen kann, aber selber nicht mehr mitgerendert wird. Das ist dann eigentlich auch schon der ganze Trick bei der Sache. Ich in meinem Fall nutze es für mein Spiel, für meine Stadt. So kann ich jedes Gebäude unabhängig vom Untergrund einzeln rausrendern und kann diese dann vom Spieler nach und nach aufbauen lassen. Ich hoffe, das kurze Video konnte euch vielleicht auch ein bisschen helfen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal wieder vorbeischaut.